Sorry. Hi ihr Lieben und willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Heart Gold. Im letzten Part hatten wir den Käfer Arena besiegt. Und gehen weiter in die nächste Route. Und zwar glaube ich zumindest mit Schneiderharz so ein dem wir 1000 Pokémon auf die Nerven gehen. AP geholt. So. Ah, da kriegen wir auch noch Kopfstoß. Stimmt ja. Es gibt auch eine Attacke für Kopfstoß, sag ich schon. Bang, bang. Kopfstoß. Kopfnuss heißt das. Upsi. La 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 la. Frage. Ich stemme mit dem Kopfschuss und willst du auch mal ausprobieren? Ich bring dir das gerne bei. Oh ja, gerne. Welche Pokémon können deine lernen? Gute Frage. Ack. Lernt. Komm schon, sieh. Was sagst du? Jetzt winkelt dein. Vielleicht gleich wirklich. Oh Gott. Nö. Ja, jetzt ist es gerade ein bisschen gelaggied aus, aber. Egal, macht ja nichts. Mein Vage sagt mir, ich finde dich zum Wald ran. Was sagt ihr? Ich wollte, ihr mich hier schon mal einmal gesehen habt. In der Wald ist die gewesen mit ich euch. Aber ihr müsst unter uns so freundlich willig, kann ich den Weg auf diesen Wald zu wissen. Sagt ihr sicher? Ich bin dort nur hier durch den Wald. Ich kenne wirklich den Weg. Sag mal, möchtest du vielleicht den Weg nach draußen zeigen? Was für eine... Sag dir mal vor. Okay. Ja. Das ist irgendwie richtig gebuggt draußen. Wisst ihr das? Als wäre ich das irgendwie... Diese Frau kommt mir so bekannt vor, irgendwie so ganz selten halt. Aber wir sind raus. Gott sei Dank.
es. Zack. Tschüss. Und Volltreffer. Und der Sound ist kaputt. Warum ist jetzt der Sound kaputt? Hallo? Gute Frage, nächste Frage. Auf einmal ist jetzt der Sound im Arsch. Ich weiß nicht warum. Gemäß? Nein. Alles gut? Nö. Ich will es nicht erlernen. So. Happy Tag. Ja, es ist gerade irgendwie der Sound wieder am Arsch. Wie bei jedem in diesem Mist. Ich weiß nicht wieso, aber das spinnt manchmal. Das Elogat. Aber macht ja nix. Wenn wir doch gekämpft haben, sind wir froh, dass wir es geschafft haben. Und ich will das schon, dass Sound ausmacht. Bolidam. Ah, ich glaube, auf Level 15. 15. No. Gott. Ich immer die Zahlen vertausche. So traurig von mir. So, Ort geschafft. So, voll die Blitze. Und Wolfie-Kämpfer entwickelt sich. Ja. Leider kann man den Sound nicht hören. Wie mein Elektro-Pokémon entwickelt. Scheiße. Aber das werden wir nach... Aber das werden wir jetzt nach der Beende des Trainings, die wir jetzt besiegen noch rufen. Weil, Sieg. Okay, jetzt werde ich das mal ganz kurz speichern und danach sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind wir wieder da. Also, es war nur kurz soundtechnisches Problem, aber es läuft wieder. Es ist ja nur ganz kurzfristig. Das ist zu sowas bestimmt gekommen. Tipp für Trainer. Aber... ich mag ihn zwar, aber... ich würde ihn gerne wieder als Team haben, würde ich jetzt ehrlich sagen. Weil Abra ist ja mit seinen Psycho-Pokémon ziemlich gut. Am Ende. Und wir haben ja einen. Also... einzig Typ, der hier das hier kann. Ja, okay. Ist ja kein Wunder. Das hängt meine Überlegung jetzt gerade. Mit ihm ist es ein bisschen schwierig. Könnte ich, aber... Nee. Lassen wir mal doch stecken. Ja, mal ein Teleportation von daher. Bringt es ja auch nichts. So. Dun, 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 dun. Das ist ein kleiner Ohr. Lust! Über den Kampf. Oh, bist du ein unfeindlicher Kampf? Oh, das will ich doch sehen.
Und... Nichts geschnattert. Na. Nichts geschnattert hier. Nö. Oh, jetzt kommt dieser Samen angeflogen. Wettet. Ui. Aber ich glaube, dieser Samen ist kein Problem. Wir werden ihn jetzt erledigen. Ja, geschafft. Geschafft ist geschafft. Ich bin ein starker Trainer. Ich treffe mich so gerne mit einem Level da sein. Manchmal, ich alte auch mein Schwänze, finde ich etwas bekommen. Hast du es? Gibst du mir auch deine Nummer? Ich rufe dich was an. Nein, nicht. Es tut mir leid. Wenn du meinst, nun, dann juck dir trotz zu. Ah ja, okay. Die juckt es. Ah, die jubelt dir das doch zu. Ich habe gerade mein Pokémon aus Panzerau abgeholt. Ich sehe, wie stark geworden ist. Das würdest du gerne. Alter, die sind jetzt aber auf Level 13. Hui. Das wird aber gefährlich hier. Jetzt wird's aber gefährlich hier. Weil hier ist es ein bisschen schmerzhaft. Weil mein Angriff sinkt, das ist das. Im Grund ist mein. Ah! Mein Kopf gerade. Oh Gott! Und das war ein paar Sieg. Hier und da kriegt Kopfschmerzen, alles klar. Und das schlägt mir ins Gesicht. Jetzt ist Wolvie ein bisschen schneller, finde ich. Deswegen. Die Nachteile ist sehr gelegen. Das heißt, guten Schein. Na. Alter, das ist nicht wahr, oder? Gott sei Dank. Ja, genau. Genau. Jetzt bin ich dort. Haben wir auch gedacht. Gott. Gehst du mir auf die Nerven. Erreicht dich mal auf Level 17. Das ist der Schreck. Ah, meine Mutter ruf ich. Hallo, wie geht's dir? Ich hab mal Ball eingekauft, ein natürliches Item gefunden, es von dir dein Geld gekauft. Ich hol dir ein bisschen Liefer an, dann nächstes in den Kaufhaus oder in den Supermarkt ab. Du wirst es schon Sicherheit bekommen können. Ja, werde ich. Ist ja auch der 15 Uhr. Oh Gott.
Oi. Bam. Gib mir mal hier den Rest. Jawohl. Hat Jara gut geklappt. Sandbruder. Hat ja nichts geschadet für mich. Und tschüss. Einfach geht's. Mit Gift rein und... Dann ist der K.O. Nein, alles gut. Ich finde es was gut, Tolles. Wenn du unsere Klasse gern, werde ich hier nur die Nummer 2. Nein, das geht nur gar nicht. Soweit lasse ich dich nicht jetzt kommen. Ich will trainiert trainieren. Tausch wir unser Telefon, dann können wir öfter miteinander rüber. Wenn du mit mir wirklich mehr mich anmatchst, könnte ich das gerne machen, aber damit mit dir. Also tschüss. Sag böses, du hast wirklich vor, auf meine Schule zu wechseln? Nein, habe ich nicht. Aha, der will ernsthaft. Klar, ist es. Gerade ja Opa. Oh, wow. Vielen Dank für alles, das mir. Ich suche nur Mut und es hat echt fit zu sein. Ich will dir nur jemanden vorstellen, das ist eine TYD-Trainerin. Also um genau zu sein, ein Sarah-Trainerin. Was verstehst du, Simone? Ich glaube, sie hat eine große Taten, aber sie bist du natürlich viel besser. Komm mal eben mit. Komm mal mit. Ich folg dir, wenn du stattest mich. Oma, ich möchte dir mal gerne meine Freundin Heimen Strich Sarah vorstellen. Oh, mein Enkel hat sicher also eine Freundin angegangen. Sag mal einer an. Aber Oma, was redest du denn da für ein komisches Zeug? Wir einfach nur Nachbarn und nichts etwas... Moment, nichts weiter? Das ist aber nicht nett. Du kleiner Schnegel, ich werde dich Nachbarn dann... dich dann reinlassen und wette, dass du bei mir kommst und... Da können wir was machen. Wenn du... Schon gut, mein Kleiner. Wenn du schon darfst, liegst, dass wir kennenlernen, hat sie auch bestimmt auch. Danke, du so gerne derzeit wieder besuchen kommst. Ich muss da mal weg. Ja. Oh. Hab fast vergessen. Hier, das ist mein Nummer auf den Pokémon. Komm. Hat hör dir jetzt im Pokémon registriert. Sprichst du auch manchmal mit den Pokémon? Du spazierst viel nicht. Je nachdem, wo ich in welchen Stadt du gerne bist, siehst du immer unterschiedlich auf dich. Ich beachte meinen Pokémon immer ganz genau und merke jeden Risiko. Wenn du mich anrufst, erzähle ich dir gerne mal ein bisschen darüber. Bevor du was sagst, Oma, ich will hier nur mal, weil wir beide nur Trainer sind. Verstehst du das bitte nicht falsch?
Alles klar. Also. Aber ich schon. Nö, sie labert wirklich nur mit einem. Okay, mehr wird nichts gesagt. Schade. Hätte schon sein müssen. Oha, ich habe eine Idee. Soll ich dir vielleicht die Nummer von meiner Frau geben? Auf der Weise kannst du mal immer wieder danach kunden, was dein so macht. Ich gebe sie mal einfach jetzt der Personenleiter im Poké-Shop. Registriert. Schöne Bude. Auch die Personenleiterin. Also ich brauche doch nicht, ey. Ruf uns ab und zu mal, wenn du uns abgibst. Wir freuen uns, unsere Enkelchen und diese Buch kommen geschenkt zu haben. Das ist so ein sehr paketischen Gerät. Genau, danke für die Hilfe. Ja. Auf zu Weg. Die Darwische City. Das war aber nicht schön. Kevin. Heißt er wirklich Kevin? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, mein Rivale heißt Kevin. Wenn mich nicht täuscht. Das hat Elizabeth und dich jetzt wieder begleitet. Komm mal wieder. Ja, und jetzt können wir. Jetzt können wir gucken, wie. Oh. Da muss ich hier mit Tausi eintrainieren ein bisschen hier. Aber das machen wir in der nächsten Part. Wenn euch schon gefallen hat, diese schöne Part, dann lasst ein Like da, kommentiert und abonniert meine Social Media Plattform. Da könnt ihr mir Fotos und alles blablabla. Und wir sehen uns in einem schönen neuen praktischen Pokémon Hardgold Part wieder. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.